So, jetzt können wir. Warte. Ah, hallo, mach hin. Ja, warte. Na? Warte. Oh, ist das laut. Ja, mach hin jetzt! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Feed the Beast Ultimate mit dem TGW und dem Davido und mein Telefon läutet, ich bin gleich da. Ja, na super, was war das denn jetzt? Warum das jetzt aufgehört mit Braten hier? Keine Ahnung. Keine Ahnung, hab ich schon irgendwo. Ich kenne mich gerade gar nicht mehr aus. Das war nämlich vor einer Woche ungefähr. Warum gehe ich jetzt raus? Ja, wo wir die Folge aufgenommen hatten, die erste. Denn wir nehmen jetzt nicht mehr im. Genau, hier waren die Kisten. Nicht mehr im Voraus auf. Sondern immer nur kurz bevor die Folge online kommt. Und ja, dann würde ich sagen, da habe ich hier Mine, habe ich nichts, dann werde ich hier jetzt mal, genau, meinen Maschinenraum, den ich dann bald brauchen werde. Und hier ist eine Höhle. Achso, ja, weiß ich. Ah, Mann, ich bin noch so vergesslich, ey. Das gibt es ja gar nicht. Auf jeden Fall. Da. Guten Tag. Warte, ich muss dich mal ein bisschen lauter drehen bei mir in den Kopfhörern. So, jetzt höre ich dich auch. Ich weiß nicht, warum ich in Minecraft nur 30 Frames habe, aber in Beispiel Battlefield habe ich dann wie viel? 60 normalerweise. Cool. Trotz Ultra-Einstellungen und so. Minecraft ist so ein Hardware. Vernichter. Ja, Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen. Ja, macht nix, macht nix. In Wirklichkeit macht sie schon was aus, oder? Nein. Bin ich ja gewöhnt von dir. Ja. Was wollte ich eigentlich gerade sagen? Wo war ich gerade dran? Kannst du mir ja jetzt noch nicht mal sagen, das ist böse, böse, böse. Irgendwas wollte ich nämlich sagen. Ich habe davon geredet, dass ich heute die Folge hochgeladen habe oder so, glaube ich, denke ich. Genau, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob das, also wie ihr das so findet. So, denn es ist ja jetzt auch neu, dass ich noch Musik hinzugefügt habe und dass ihr Davids Sicht oben links in der App-Ecke jedenfalls teilweise sehen konntet. Denn irgendwann hat sich das dann aufgehangen oder aufgehängt, keine Ahnung, ist mir scheißegal, wie das heißt jetzt. Ja, das hat mich auf jeden Fall ziemlich aufgeregt. Ich gehe zwar nicht davon aus, dass irgendjemand das Video so lange angeschaut hat, dass der das mitbekommen hat. Boah, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Denn eine Stunde Video gucken ist schon recht viel. Ja. Ja, auf jeden Fall wäre schön, wenn ihr mal in die Kommentare CSGOle, cool, schreiben könntet. Oder wird, keine Ahnung, was weiß ich. Irgendwie habe ich heute nicht so mit dem Reden. Wie ihr das alles so fandet, ob die Musik laut genug, zu laut war oder zu leise, ja nicht. Ja, ein bisschen zu laut, glaube ich, ne? Oder wie das da so ist mit dem Bilderrahmen da drumrum, ob der ein bisschen zu groß ist oder so. Keine Ahnung, wer weiß. Könnt ihr einfach mal alles in die Kommis schreiben. Aha! Ich muss kurz nochmal weg, Entschuldigung. Ihr könnt euch währenddessen doch gar nicht. Währenddessen mal den Ofen anschauen. Welchen Ofen? Was für einen Ofen sollen wir uns anschauen? Aber wenn wir das doch gleich mal tun. Wenn das hier dann fertig ist. Ich gehe einfach mal zum David.
gucke mal, was der denn also mit Käse so meinte. Ja, ich habe auch schon eine ganz genaue Vorstellung, wie dieser Raum hier aussieht. Denn ich habe den schon sau oft gemacht. Also, wir spielen im Moment so ganz normal hier noch schon mal so ein bisschen Singleplayer. Und da habe ich diesen Raum schon fertig. Denn wir wollen natürlich auch ein bisschen spielen hier, ne? Auch wenn wir gerade nicht dran sind. Eigentlich. Warum habe ich jetzt aufgehört, dazu abzuklopfen? Mann! Ah, das regt mich gerade auf. Wir haben drei Telefone. Ich renn zum ersten. Gerade. Gleich wieder. Okay, da gehen wir jetzt mal zu dem und gucken mal, was für ein Ofen der meinte da. Der Davido da. Ja. Genau. Wenn ich das jetzt auf Anhieb wiederfinde. Warum ist das nach. Hä? Das Telefon. So, dann komme ich erstmal zu dir. Was meintest du für einen Ofen? Einen normalen Ofen. Warum hast du gesagt, wir sollen uns den angucken? Na, nicht du. Die Zuschauer. Obwohl die werden sowieso hauptsächlich deine Sicht sind. Ja, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte genau einen. Ich wollte mal farmen gehen. Ja, und ich auch, ja. Ich gehe gleich mal in meine. Ja, wir wollten noch zusammen. Ich bin die Treppe runtergefallen. Oder die Leiter, besser gesagt. Wir wollten zusammen in die Höhle da unten gehen. Welche? Ah, ja. Ja. Er hat oder einen welche? Gedankenblitz gehabt. Yeah. Echt? Welche Höhle? Die bei mir. Echt? Da ist eine Höhle. Warte. Das haben wir letzte Folge ganz am Ende besprochen. Das müsstest die letzte du. Folge, die letzte weiß. Folge ist fast wie in meinem Haus vorbeigehend, oder? Nein, das ist da vorne. Oder? Ja, da ist. Oh, ist so versteckt. Ist fast eine Woche her. Ja, ist ja gut. Es beschwert sich ja gar keiner. Nur ich, weil egal. Muss ja keiner wissen. So, dann noch einen Crafting-Table. Meine zweite Welt jetzt und auf der spielen wir auch gerade und da sind wir schon wieder weiter und das ist für mich immer so scheiße, wenn ich immer so springen muss. Zwischen, ja, wir haben schon mehrere Sachen und nein, wir haben nichts und dann haben wir vielleicht wieder dort mehr, aber auf der anderen... Schrecklich. Schrecklich. Ja, was wollte ich genau? Gut. Soll ich mein Eisen dazu verwenden? Ah, genau, vier. Holz, 1, 2, 3, 4, 5, das sind, ja, okay. Jetzt müssen wir noch warten, bis dieses dumme Zeug hier brutzelt ist, fertig. Wusstest du eigentlich, dass es hier ein Uncrafting Table gibt? Cool. Ja, cool, ne? Dafür brauchen wir nur einen Labyrinth-Karten-Fokus. Und der ist irgendwo im Twilight Forest irgendwo zu finden. Ah ja. Toll. Genug Essen mit, ja, ich hab genug Essen. Hä? Ob ich genug Essen mit hab? Na, passt schon, ich hab genug, falls du nicht genug hast. Doch, ich hab auch genug. Dann passt ja. Also da ist es, ja. Das gibt's nicht, da findet er das einfach nicht. Das glaube ich jetzt aber nicht. Ah. Ist etwa auch die Leiter runtergefallen? Geht ja gar nicht. So. Nutz mal schnell deinen Ofen, ja? Ne, das ist verboten. Das ist so verboten, ist das. Das glaube ich jetzt einfach nicht. So, mal gucken, ob ich schon genug. Eisen. Willst du mich verarschen? Ich habe gerade so eben genug Eisen für eine Spitzhacke. Das ist nicht gut. Fast ein Stack Eisen. Ja, ich habe jetzt noch ein Eisen übrig, wenn ich mir die Spitzhacke gemacht habe. Ich habe überlegt, ob ich mir eine Rüstung mache. Halt den Mund jetzt einfach. Ja, hör doch mal auf, die Türen hinter mir zuzumachen, ey. Ja, gehen wir jetzt? Ja, ich mache nur noch ein paar Sachen so als Vorbereitung für dahin. Wow, ist da schön Schilder drauf, wo nichts drauf steht.
Ja, da kommt dann noch was drauf, wenn ich weiß, was dahin kommt. Okay, hier runter. Bäh. So, Fackel habe ich irgendwann abgehauen. Pass auf, da hinten. Da ist ein Spawner. Spawner, sag ich doch. Ich bin vergiftet. Ich auch. Hast du Steine dabei? Ja. Dann bau schnell hier mal zu, damit die hier nicht mehr durchkommen. Einfach deine Mauer. Ah! Achso. Hey, warum hast du gerade Glas abgebaut? Nein, das war dieser Crystal. Achso. Warum baust du die eigentlich immer ab? Die brauchen wir eh nie. Ey, das ist mein Eisen! Willst du mich verarschen? Wow, leck. Oh, was war das gerade? Ja, habe ich auch gerade gehabt. Soll ich zu dir runterkommen? Nein. Warum nicht? Was hast du Schönes gefunden? Na, ich komm zu dir runter. So ein Arsch, ey. Kannst du es mal lassen jetzt? Was denn? Ich habe gar nichts gemacht. Doch. Das Gekreische bin ich nicht. Nein, einfach. Wow! Komm schnell her, hier sind auch noch so viele Spinnen. Warte! Hier ist auch noch ein Teil von. Ja, hier geht's auch zum Spawner. Schnell zubauen. Ja. Wo? Ah! Habe ich einfach mal die falsche Waffe jetzt schrecklich. Weg hier, weg hier. Schnell, gib mir mal ein paar Steine, dann baue ich zu. Danke. Also wir sind in der Höhle und sagen, wir brauchen Steine. So, jetzt ist dich. So wie ich am Samstag. Ja. War das ein Geständnis? War ein Geheimnis. Tatsache. Dass ich offenbar offenbar habe. Offenbar habe ich eine Bar. hast du auf die Uhr geschaut? Bei mir wird sowieso angezeigt, wie lange wir schon machen. Ja. Wie lange noch? Wir haben 12 Minuten gerade mal. Was? 12? Ja. Okay. Das heißt noch 8. Ja, er kann sogar rechnen. Ein Wunder. Ja, habe ich heute machen müssen in der Schule. Oh, da, du Arme. Da haben wir rechnen gelernt. Ja, freitags so haben wir kein einziges Hauptfach. Und was ich noch besser finde, wir haben bald Ferien. Herbstferien, nächste Woche noch Schule. Das finde ich so Hammer, die in Österreich da, ne? Die haben keine Herbstferien. Oh, ich finde es so schön. So schön. Ja, dafür haben wir aber 2 Wochen länger Sommerferien, das heißt, es gleicht sich wieder aus. Ja, ist ja gut. Und jetzt konnte er wieder nicht rechnen, denn ihr habt 3 Wochen länger Sommerferien. Na, nein. Na klar, wir haben nur 6 Wochen und ihr habt 9 Wochen, das sind doch wohl 3 Wochen Unterschied, oder? Ja, aber bei dir haben wir nur 2 Wochen, oder? Du hast doch 2 Wochen vor. Hä, was war das denn gerade? Eine Woche früher angefangen mit der Schule? Oder bist doch 2 Wochen früher in die Schule müssen. Da bin ich mir 100%, es waren keine 3 Wochen, es waren 2 Wochen, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ihr habt aber trotzdem 3 Wochen länger Ferien als wir. Ja, dann kenne ich mich jetzt nicht aus. Warum hast du dann nur 2 Wochen früher? Weil die bei euch schon eine Woche früher angefangen haben. Ah. Tja, logisch denken ist wohl nicht so dein Ding, wa? Ja. Werde sogar recht haben. Da habe ich recht. Das hatten wir ja letzte Folge, ne? Warum ich immer recht hab, ne? Ja. Ach, ich kann mich überhaupt nicht an der letzten Folge erinnern. Gar nicht. Ich weiß nur noch, dass ich da so viele Dinge
Bücher. Du hast Dinger gefunden. Was willst du jetzt da unten unter mir? Haut der einfach hier so die das Zeug da unter mir ab. Natürlich Holz. Ich weiß. Da! Da ist ein Zombie-Spawner! Sehr geil, sehr schön. Ah! Au! Geh doch weg! Und der, ich bin gleich. Oh. Erstmal holt er sich die Kisten, ja, ist doch klar, ne? Natürlich. Warum habe ich erst Punkt gedrückt? Ich muss Minus drücken. Hör auf. Zombies. Bam. Ja. Fettisch. Was machst denn du da? Ey, das ist mein Tin. Du hast es nicht abgemacht. Ich hab's aber eingesammelt. Was? Eigentlich dürfte ja eigentlich der Inhalt von den Kisten alles mir gehören, gell? Was denn? Du hast den erst später gekriegt? Das ist ja gut. Also, das, was du erwischt hast, gehört dir und das, was du erwischt hast, gehört mir. Ja, ist ja gut, aber das ist eigentlich Diebstahl, denn ich habe den gefunden, ich habe die Zombies alle weggeschnetzelt. Ja, war es halt nicht schnell genug. Alter, guck mal auf die Minimap, das Höhlensystem, wie hammerriesig das so ist. Ach so je. Also, wie komme ich jetzt hier wieder? Was hat er jetzt wieder gefunden? Aber nicht hin. Dias? Warum? Nein. Jetzt noch ein bisschen wieder zu weit um. Wo bist denn du weggegangen? Lang, da links, da musst du. Hier musst du da gewesen sein. Oh, fast wäre ich aber jetzt runtergefallen. So, hier ist er nicht lang gelatscht. Warum? Wo bist du lang gelatscht? Du kannst doch die Karte ranzoomen, gell? Ja, ich sehe dich ja auf der Karte. Was ist das? Das Zeug, nein, das brauche ich nicht. Kann sein, dass du hier schon mal warst. Ja. Hallo! Oh! Oho! 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 Ich brauche mal wieder Steine, das ist gar nicht. Ich habe eben noch überlegt, soll ich jetzt Steine mitnehmen oder soll ich das nicht tun? Der Ruckelerei probiere ich es gar nicht erst, ob ich darüber springen könnte, das ist mir eindeutig zu gefährlich. Oh, und ich bin wieder runtergefallen. Na super. Ah ja, wir haben den Greg-Tag-Mod rausgegeben. Jo, genau, denn der war übelst kacke, denn da war dann das. Da waren manche Crafting-Rezepte. Warum sagst du das immer so? Crafting-Rezepte, nicht Crafting-Rezepte! Lass mich doch! Das ist Diskriminierung. Gegenüber Leute, die keine gescheite Aussprache haben, oder was? Ja, huhu, der war nicht schlecht. Der war schlecht, da muss ich mich, da habe ich mich aber gerade selber auch ein bisschen. Ja, genau, denn du kannst ja auch kein Deutsch. Was würde ich jetzt? Hilfe, ich habe Angst. Ich höre ein. Warum hast du da gerade eine Kiste geöffnet? Da ist ein Creeper hinter dir übrigens. Melonensamen. Irgendwo hier ist ein Creeper. Ich hab Melonensamen gefunden. Ja, schön für dich! Bin ich auch toll. Ja, ich auch. Wundervoll, wunderbar. Ah, ich kann das nicht einsammeln, scheiße. Oh. Ah, jetzt hab ich's eingesammelt. David, kannst du mir dann ein paar von deinen Melonensamen abgeben? Ich hab nur zwei, ja, ich geb dir was ab. Sobald ich angebaut hab. Ja, klar, meinte ich ja. Ja, klar. Man teilt doch unter Leuten, die sich kennen, oder? Alter, habe ich mich gerade erschleckt. Ich habe mich erschleckt. Wir waren heute auch so erwachsen. Ich habe in Latein einen Satz übersetzen müssen. Da habe ich statt festigt oder geschlagen, habe ich genagelt gesagt. Also er wurde ans Kreuz genagelt. Tja. Und da ist der Creeper. Ich habe einen Creeper gefunden. Cool, darf ich ihn haben? Ja, neues Haustier.
Rufst ihn dir nur ab? Nein. Da ist er in die Luft gejagt, ey. In die Luft gegangen. Nein, das ist... Oh. Och, dieser Schleim, der macht mich noch wahnsinnig, ey. Wenn ich den nur finden würde. Ja, Ben. Okay, ein Kill ihn. Kill ihn. Kill it with fire. Angry Zombie. Hallo, Angry Zombie. Angry Villager Zombie. Noch mehr Melonen-Seeds. Das gibt's nicht. Hat der für Hammer Glück, ey. Sonst findet man, da ist noch was in der Kiste drin gewesen, das habe ich nicht alles mitgenommen. Ja, das hast du erst nur gemacht, ne, damit ich das Zeug da hinten nicht hole. Nein, das habe ich wirklich nicht mitgenommen. Nein, aber damit ich nochmal zurückgehe und dieses Zeug hier, du hier das Zeug hier holen kannst. Natürlich. Ja, ich kenne dich ja, ja. Aber klar, wenn du es weißt, warum machst du es dann genau wie ich es vorhabe? Wenn das völlig wurscht ist. Ich glaube, du willst immer und überall meine das Böse aus immer und überall. Bring mich nicht zum Lachen, sonst muss ich husten. Hat der einfach meine Stahlrüstung? Eine Stahlrüstung. Ich habe Rüstung gesagt. Ja, ich habe Rüstung gesagt. Okay, ich dachte, du hättest dich wieder über irgendwas lustig gemacht. Würde ich nie machen. Nein, du doch nicht. Nein. Ich bin noch nicht. Oh! Ich habe Angst. Oh, okay, der war bei dir, okay. Das war einer. Böse ist immer und überall. Genau, wir wollten noch erklären, warum wir den Gregtech-Mod raus... Gregtech wahrscheinlich, ne? Warum wir den raus haben und wir sind übrigens bei 22 Minutes. Yeah. Was, jetzt schon? Ja, jetzt schon. Das Grüne noch. Ich baue das Grüne noch auf. Das Grüne. Okay, er braucht... Ja, ich verhasst du mich halt dauernd so oft, ey. Ich hasse es. Das Lila, ne, auch noch. Ja, dann will ich sagen, das Lila, ne, das hat auch einen Namen, ja, hallo. Das ist nicht nett von dir. Oh. Warte, ich müsste aber noch zu dir kommen, sonst habe ich Angst vor allein hier im Dunkeln, in dieser dunklen Alpen. Wie komme ich jetzt zu dir? Bist du weg, kann das sein? Du bist über mir. Warum bin ich jetzt über dir? Wart. Bleib stehen. Komm zu dir. Hallo! Nein, ich komm nicht zu dir. Hab ich mich erschreckt! Ich hab extra nichts gesagt. Alter! Ich hab ihn aber gehört. Ich hab ihn zischen gehört. Ich so. Ja, ich komm jetzt zu dir. Ah, ich komm nicht zu dir. Warm! So. Ich hau noch schnell ab. Bleib stehen. Gut. Da will ich sagen. Ich hol mir noch das Tin, würde ich sagen. Oder eben noch das Magazin. Nein. Ja. Nein, du holst dir nicht das Tin. Tin. Das Tin will ich holen. Ja gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge und was wir mit Gregtech machen. Achso, erfahrt ihr dann nicht. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Tschüss. Ich hole mir aber noch ganz schnell hier die Smaragd-Gem. Jetzt aber. Tschüss.